Ich habe lange überlegt, was für mich so ein bisschen der gruseligste Ort im Dorf oder am Dorf ist. Jedenfalls ist meine Wahl dann auf die Kapelle gefallen. Ich würde dann auch sehr gerne einfach ein oder zwei Pokémon entwickeln, Geist-Pokémon, die zur Stimmung passen. Einfach weil es halt Geister sind, weil es ganz gut passt. Ganz kurz vorher nochmal ein paar Shiny-Checks. Pumpka-Ku, oder wie das heißt, dieses hier, kann ja jetzt auch Shiny sein. Schuppet, glaube ich, aber nicht. Ja, auch nicht Shiny. Also, dann schauen wir doch mal. Oh. Das Lichtl ist auch momentan mein Buddy. Ich sehe halt einfach an nichts wegen der Kamera, wegen dem Kameralicht. Das hört gar nicht mehr auf. Bisschen mit Adrenalin bin ich jetzt schon voll gepumpt, muss ich zugeben. Was ich sagen wollte, genau, das ist immer 100er Lichtl, ist vom Community Day damals. Und ja. Einfach mal entwickeln, würde ich sagen. Komplett durchentwickeln. Und wenn es dann komplett durchentwickelt ist, dann. Auch noch komplett powern. Ah ja, braucht einen Einmalstein anscheinend. Ich hoffe, das hört man auf dem Video. So, da ist er. Ist natürlich jetzt kein Lichtl mehr. Sondern, wie heißt das eigentlich? Skelabra, genau. Ja, ist ein 100er, wie gesagt. Und. Was wollte ich nochmal powern, soweit ich kann? Soweit geht's nicht. Soweit, naja, gut. Fast 380.000 Sternenstaub. Natürlich will ich das. Schauen, ob die Enten noch da sind. Achso, war es das schon. Ja. Ja, ist doch echt schön stark, Alter. Eine Runde. Boah! Boah, da habe ich jetzt gedacht, das wäre komplett nah hier. Mann. Und jetzt aber noch ein Shiny. Und zwar dieses Makabaya hier. Das ist nicht das Galar-Makabaya. Das müsste das normale sein. Und ist aber halt eben shiny. Ich habe aber noch kein zweites. Aber eigentlich warte ich bei Pokémon immer, bis ich dann zwei habe, sodass ich eins weiterentwickeln kann und einen lebenden Pokédex habe. Aber da mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Mal schauen, wie das aussieht. Wenn ich halt was sehen würde, aber ich. Ohne das Licht vom Handy. Wow, sieht sehr gut aus. Echt noch toll. Ohne das Licht vom Handy könnte ich aber nicht filmen. Nicht schlecht, Alter. Schaut gut aus. Was sind das denn für Zeichen? Kenn ich nicht. Ja, cool. Also, ob sie mich auslachen würde, die Ente. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, am Anfang des Videos, dass halt heute eben der 31. Oktober ist, Halloween eben, dachte ich mir, entwickle ich einfach mal ein Shiny Geist-Pokémon und vielleicht auch das 4-Sterne-Lichtl. Habadere! Hehehehe.